Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mal ein nachkommentiertes Gameplay. Nach dem Intro wird ein kleines Gameplay von Dirt Rally starten. Dazu sage ich aber gleich nochmal was. Und ja, ich wünsche euch einfach viel Spaß mit dem Video. Ihr seht es jetzt im Hintergrund, Dirt Rally. Das Rallycross-Update ist draußen schon seit ein paar Tagen. Direkt an dem Tag, als es rauskam, bin ich hingegangen, hab's mir runtergeladen, hab mich hingesetzt. Rallycross, welche Strecke? Lyden Hill, volle Strecke, nur Finale, bla bla bla. Alles easy. Und Polo geschnappt, dann bin ich einfach losgefahren. Das erste Rennen habe ich nach zwei Runden neu gestartet, weil ich einen riesen Unfall gebaut habe, mich überschlagen habe. Und das hier war dann das zweite Rennen, was ich gefahren bin. Ja, hab das jetzt. Das ist jetzt die Replay, einmal aus der Onboard-Perspektive und dann nochmal neu aus der irgendwelche Kameras da eben. Es hat so unglaublich viel Spaß gemacht. Es ist so geil, dieses Dirt Rally an sich und dann Rallycross einfach noch. Wenn dann auch der Multiplayer rauskommt und alles. Die KI ist ein bisschen schwach, die ist nämlich jetzt auf allerhöchste Stufe und naja, irgendwie nicht so geil. Der Grund, warum das hier ein nachkommentiertes Video ist, warum ich das jetzt hier gerade nachkommentiere, ist, weil ich ja über ein bestimmtes Thema reden will, eine bestimmte Information geben will, und zwar am 19.8. dieses Jahres, also 2015, für wen auch immer, der es nicht 2015 schaut, werde ich ein Rennfahrer-Casting absolvieren, und zwar in Ungarn auf dem Pannonia-Ring. Das wird veranstaltet vom Formel-1-Club Austria. Und ja, es ist halt so, jeder zwischen 15 und 25 Jahren kann gegen, ja, es sind jetzt, kostet was, ja, es ist gratis, ist es nicht. Werde ich aber gleich erzählen, was da dabei ist, dann werdet ihr höchstwahrscheinlich und hoffentlich verstehen, warum es nicht möglich ist, sowas gratis anzubieten. Also, es ist so, inklusive dabei sind einige Runden auf dieser Rennstrecke mit echten Formelfahrzeugen, Formel-Renault-Fahrzeugen. Ja, und den meisten dürfte klar sein, so einen Rennwagen einfach zu fahren oder zur Verfügung zu stellen, zum Fahren zur Verfügung zu stellen. Das geht nicht gratis, das sind so hohe Kosten. Allein das, was da alles verschlissen wird, die ganzen Sachen, die seien es jetzt Reifen, auch Benzin, alles mögliche. Aber, also, bisher so, was ich gefunden habe, das einzige Angebot, wo man sowas echt findet, wirklich mit einem richtigen Formelwagen auf der Strecke fahren. Und, keine Ahnung, ich hoffe jetzt einfach mal, dass da was draus wird. Ich persönlich habe noch keinen Führerschein, aber, ja. Weiß nicht, ich werde schauen, was draus wird. Es gibt dann auch, also es gibt die Möglichkeit einer, oder die Chance, eine Saison in der Formel 3. Es ist auf jeden Fall die Chance des Einstiegs in die Formel 3 gegeben. Ich werde versuchen, also ich kann euch nichts versprechen, aber ich werde versuchen, irgendwie Videomaterial zu bekommen, was ich euch zeigen kann von dem Casting. Hätte ich echt Lust drauf. Vielleicht sogar sowas wie Onboard-Kameras oder wenn auch Streckenkameras, alles mögliche. Ich werde eben einfach mal versuchen, da irgendwie Material zu liefern, wenn ich das schaffe. Hätte ich auf jeden Fall Lust drauf. Natürlich, wenn ihr euch das selber mal angucken wollt, mal auschecken wollt, Link zu der Seite da ist in der Beschreibung drin. Dann schaut da einfach mal vorbei. Ja, könnt ihr euch selber darüber informieren. Alle weiteren Informationen stehen dann dort auf der Webseite. Ich werde da mein Bestes geben in Ungarn. Und da ist dann auch noch ein Kartrennen mit dabei. Vielleicht schaffe ich es da ja auch irgendwas hinzukriegen mit Aufnahmen und sowas. Ich selbst habe jetzt nicht irgendwie so eine GoPro oder sonst irgendeine Kamera. Wenn ich irgendwann mal ein bisschen Geld zusammenkrame, bekomme, wäre das auf jeden Fall was ich mir holen würde. Aber noch habe ich es nicht und ich glaube jetzt auch nicht, dass ich es in den nächsten Wochen oder Monaten mir einfach so eine GoPro besorgen werde. Irgendwie sowas. Sonst noch, ja, zu Rallycross. Ihr seht jetzt hier Lyden Hill die Strecke. Eine weitere Strecke ist dabei und jede dieser beiden Strecken hat drei Streckenvarianten. Außerdem drei Rallycross-Fahrzeuge. Der Polo, mit dem ich hier gerade hart abgehe oder auch nicht. Der Ford Fiesta Rallycross, der VW Polo Rallycross und der Peugeot 206 oder 306 oder 207 oder 208 oder irgendwie sowas. Peugeot Rallycross. Jedes einzelne von diesen Fahrzeugen macht so unglaublich viel Spaß zu fahren und die Strecken und alles. Wenn jetzt die KI noch ein bisschen stärker wird, aber ganz ehrlich, ich habe es auch in den letzten Videos schon gesagt, ich kann für dieses Spiel, auch so wie es jetzt ist, ist ja noch
noch eine Pre-Alpha, Alpha, irgendwie sowas. Ich kann guten Gewissens eine absolute Kaufempfehlung aussprechen, wenn ihr... Also das ist sowieso das beste Singleplayer-Spiel, was ich jetzt bisher gespielt habe, jemals. Also Singleplayer-Rennspiel. Multiplayer kommt noch, ist noch nicht drin, aber soll bald kommen. Und wie gesagt, es macht so viel Spaß. Vor allem mit einem Lenkrad. Ich weiß nicht, wie es mit Gamepad ist. Aber ich kann mir bei dem Spiel vorstellen, dass es mit Lenkrad wirklich besser sein wird. Jetzt noch zu Project Cars. Es ist bisher erst ein einziges Gameplay-Video von Project Cars auf meinem Kanal. Und das liegt ganz einfach daran, ich habe so oft versucht, irgendwas aufzunehmen bei Project Cars. Und dauernd stürzt das scheiß Spiel ab. Und keine Ahnung, ich weiß, dass mein PC gerne mal abstürzt und Abstürze und Blackscreens hat und alles Mögliche. Aber ja, weiß auch nicht. Ich glaube, das liegt auch ein bisschen am Spiel. Ich habe das bei anderen Spielen nicht so krass. Auch, aber nicht so krass. Allerdings habe ich jetzt letztens irgendwann im Internet einen angeblichen Fix gefunden. Und zwar das Anti-Aliasing war bei mir auf MSAA gestellt. Und ja, der Tipp im Internet, einfach was anderes einstellen. Stufe drunter, Stufe drüber, auf jeden Fall nicht MSAA. Habe ich ausprobiert, bin ein komplettes Rennwochenende gefahren, also Training, Qualifying und Rennen, ohne Absturz. Hoffen mal, das bleibt so. Wenn das so wäre, wäre das super. Dann würde ich nämlich endlich mal Project Cars Videos aufnehmen können. Ich werde jetzt auch gleich nochmal direkt hier danach versuchen, eins aufzunehmen. Hoffentlich klappt es dann auch alles so. Und falls ja, dann seht ihr das so bald wie möglich eben hier auf dem Kanal. Des Weiteren, ich bin mir nicht ganz sicher, wann, also es ist auf jeden Fall, Andy wird es, denke ich, auch nochmal erwähnen, eine zweite Community-Season geplant. Die erste war ja jetzt mit den Formel Gulfs. Ich, ja, war da nicht so wirklich zeitentechnisch und irgendwie absturzmäßig, das hat nicht ganz so gut hingehauen. Kongo hatte ja auch ein bisschen Beef mit dem Spiel und ja, mal sehen, wer denn dann da noch mitfahren wird. Aber Andy und ich haben auf jeden Fall Bock. Wir müssen uns nur noch anschauen, mit welchen Autos wir dann machen, das dann machen. Aber da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, ihr hattet einigermaßen Spaß mit dem Video. Euch hat das Gameplay gefallen, habt einen Eindruck davon bekommen. Und auch ja, der Rest war einigermaßen informativ. Wie gesagt, Casting, ich freue mich drauf. Ich werde alles geben. Das war's mit diesem Video. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.